So, ich darf dann unseren nächsten Referenten vorstellen, Roman Herdi, Elektroingenieur, Produktmanager, Vorstandsmitglied der OSM Schweiz und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Wangen. Es geht um Feuerwehreinsatzkarten mit OSM, wenn es brennt. Besten Dank. Ich freue mich, ein Projekt vorzustellen, wie wir OSM in den Einsatzkarten für die Freiwillige Feuerwehr verwenden. Neben OpenStreetMap habe ich noch weitere Hobbys, Fotografieren und The Things Network. In der Freiwilligen Feuerwehr bin ich tätig, als Soldat mit Spezialfunktionen im Bereich des Elektrokorps und der Führungsunterstützung und der Erzeugung von Einsatzkarten für die vorbereiteten Einsatz, also Einsatzkarten für die vorbereitenden Einsatzdokumente. Am 28.11. um 19:30 Uhr war die Gemeindeversammlung in Wangen an der Aare. Das ist eine Gemeinde mit 2200 Einwohnern und um 19:40 Uhr hat man dann festgestellt, wie viele Stimmberechtigte das im Saal sind und Brand, kleinen Kaminbrand, Wangenried, Dorfstraße 65, Flammen aus Kamin. Drücken Sie 1, um das Ausrücken zu bestätigen. Das war mitten während der Gemeindeversammlung und dann hat man dann auch gesehen, dass drei Personen von der Gemeindeversammlung in der Feuerwehr sind, der Feuerwehrkommandant, ein weiterer Feuerwehrmitglied und ich. Wir sind dann herausgesprungen und ich konnte in einem Fahrzeug hinten mitfahren, was ich nicht wusste, dass dort ein Kindersitz montiert war, so war ich dann halt auf dem Kindersitz auf der kurzen Fahrt bis ins Feuerwehrmagazin. Dort sieht man sich dann um, man weiß nicht genau, was einem erwartet. Es geht irgend um einen Kaminbrand. Ist es ein großes Problem oder ist es schnell gelöst? Das weiß man zu diesem Zeitpunkt nicht. Auf der Fahrt zum Einsatzort überlegt man sich, was einem dort erwartet. Die Fahrt dauerte 4 Minuten. Man sieht, die Fahrtstrecke ist nicht der kürzeste Weg. Das ist aus dem Grund, weil es sinnvoll ist, dass alle Feuerwehrfahrzeuge von der gleichen Seite in die Ortschaft einfahren, auch wenn zusätzliche Fahrzeuge von der Stützpunktfeuerwehr angefordert werden. Vor Ort fand man eine Situation mit sehr starkem Wind vor. Entsprechend musste der Standort des Feuerwehrfahrzeuges noch geändert werden. Wo kann man Wasser beziehen? Wie ist die Situation? Dafür ist es sinnvoll, wenn man eine Einsatzkarte hat, wo die wichtigsten Informationen für die Feuerwehr ersichtlich dargestellt werden. Ich zeige die Karte später noch größer und gehe auf die Details ein. Ziel des Vortrags und des Projekts ist es, dass die Feuerwehr eine gute, freie Karte für den Einsatz hat, aber andererseits, dass durch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr die Einsatzkarten oder die Karten in OpenStreetMap auch verbessert werden. Welche Information benötigt die Feuerwehr für den Einsatz? Der erste Punkt ist die Anfahrt. Man muss wissen, wo man ohne Problem bezüglich Höhenbeschränkungen den Standort erreichen kann. Der zweite Punkt sind die Gefahren, welche einem vor Ort erwarten. Das können Gefahren aus dem Bereich elektrischer Gefahren, Hochspannungsleitungen, Standorte mit Gasflaschen, Tanklager, zum Beispiel Schwimmbäder mit Chloranlagen. Das sind mögliche Gefahren, auf welche man am Standort treffen kann. Weiterer Punkt ist der Wasserbezug. Wo ist es möglich, Wasser zu beziehen, um beim entsprechenden Ort zu löschen zu können? Weitere Informationen zum Gebäude und zur Umgebung sind wichtig. Zum Beispiel, ob es sich um ein freistehendes Haus handelt oder ob mit einer großen Personenbelegung zu rechnen ist. Welche Tags und Key gibt es schon in OpenStreetMap? Zum Beispiel die Höhenbeschränkung. Diese kann mit der max-height-beplaced.net-Karte sehr gut visualisiert werden und es kann entsprechend angezeigt werden, auf welche Strecken das Tanklöschfahrzeug mit gegebenen 3,80 Meter und einem gewissen Gewicht durchfahren kann oder darf.
Höhenbeschränkungen sind einzuhalten, denn das Tanklöschfahrzeug hat in einer dringenden Einsatzfahrt immer noch die gleiche Höhe und kann die dann nicht einfach umgehen und durchfahren. Bei den Gewichtsbeschränkungen sieht es ein bisschen anders aus. Diese sind teilweise so festgelegt, dass das entsprechende Objekt nicht durch dauerndes Befahren beschädigt wird, und es kann teilweise Erlaubnisse geben, dass trotzdem bei einer dringenden Einsatzfahrt diese Gewichtsbeschränkung überschritten werden kann, wie zum Beispiel bei dieser Holzbrücke. Für den Zugang ist auch wichtig das Schlüsseldepot. Das ist ein sicher eingebauter Schlüssel, welcher mit einem Feuerwehrzentralschlüssel geöffnet werden kann und der einem den Zugang zum Gebäude ermöglicht. Ist auch wichtig bei Gebäuden, wo zum Beispiel nicht viel Personen anwesend sind und wo es einen Aufzug gibt, wenn die Feuerwehr in einem technischen Einsatz jemand befreien muss aus dem Aufzug, dann ist es sinnvoll, dass man schnell an den Schlüssel kommt, ohne noch irgendjemand aufbieten zu müssen. Hydranten selbstverständlich sind der wichtigste Wasserspender für die Feuerwehr. Unterflurhydranten haben wir nur einen. Weiter gibt es auch Löschwassertanks, welche geschlossen sind. Man sieht auf dieser Darstellung jeweils das Normsymbol und dann das Schweizer Symbol und das Symbol, welches ich für die Karte gewählt habe. Eine Herausforderung ist, dass die Symbole von Land zu Land unterschiedlich sind. Offene Wasserbezugsquellen. Eine weitere Wasserbezugsquelle sind vorbereitete Staustellen. Das Tag ist rot, weil es es nicht offiziell gibt. Das sind Bäche, welche Wasser führen, aber nicht genügend, um direkt mit einer Motorspritze ansaugen zu können. Dann gibt es solche Bretter oder vorbereitete Möglichkeiten, um das Wasser zu stauen, um ab diesen Flüssen und Bächen Wasser zu beziehen. Wir haben noch eine Besonderheit, das ist eine unterirdische vorbereitete Staustelle. Das ist eine Regenwasserkanalisation, welche auch gestaut werden kann unterirdisch, um daraus Wasser für den Einsatz beziehen zu können. Sprinklerzentralen können wichtig sein. Für die Stromversorgung und um diese abschalten zu können, sind Transformatorenstationen, Verteilkasten wichtig. Dann gibt es Gefahren von Starkstromleitungen, welche Freileitungen sind, aber auch entsprechend im Bereich der Eisenbahn vorkommen. Eisenbahn ergeben auch noch weitere Gefahren, weil es die Gefahr durch den Zugverkehr gibt und man diese Gebiete als Feuerwehr normalerweise gar nicht betreten darf, ohne dass der Zugbetreiber vor Ort ist. Informationsstelle Brandmeldeanlage oder BMZ, wie es in Deutschland heißt. Aufzüge, Türen, was sind die Haupteingänge, was sind weitere Eingänge, was sind die Notausgänge, wo damit zu rechnen ist, dass irgendwelche Personen aus dem Gebäude flüchten. Sammelplatz. Das Problem beim Sammelplatz, um diesen zu mappen, ist, dass er nicht direkt beim Gebäude ist und dass die Referenzierung zwischen dem evakuierten Gebäude und dem dazugehörigen Sammelplatz nicht klar ersichtlich ist aus der Karte. Entsprechend habe ich dort einen Vermerk gemacht, dass man da noch eine Lösung finden sollte. Defibrillatoren. Dort ist wichtig, es gibt solche, die sind immer zugänglich und solche, die sind zwar vorhanden, aber nur zugänglich zu Öffnungszeiten von entsprechenden Polizeiposten oder Schwimmbädern. Was fehlt noch? Ich bin mir sicher, dass noch nicht alle relevanten Tags vorhanden sind. Es ist auch wichtig, dass berücksichtigt wird, dass jedes Land seine eigenen speziellen Bedürfnisse hat und dass diese dann für eine Emergency- oder Notfallkarte mit berücksichtigt wird. Das Ziel wäre, nur offene Tools zu verwenden. Ich habe heute Morgen den Workshop Python besucht und hoffe, dass ich es jetzt dann auch ein bisschen besser machen kann. Ich habe 3 Sorten von Feuerwehrkarten erstellt. Für die vorbereiteten Einsatzkarte eine Anfahrtskarte und die Einsatzkarte. Und dann in einem zweiten Schritt
on the fly erstellte Einsatzkarten für Einsätze, welche nicht geplant werden. Bei den vorbereitenden Einsatzkarten, das sind Standorte, welche besondere Gefahren, besonders hohe Personenbelegung haben und wo es vorgeschrieben oder vorgegeben ist, dass der Einsatz vorbereitet ist. Der Ablauf ist, dass zuerst definiert wird, was die relevanten Objekte sind, welche zu erfassen sind, die Erfassung im OpenStreetMap, das Rendern, das Festlegen des Anfahrtsweges. Ich habe vorher schon bemerkt, dass der Anfahrtsweg nicht grundsätzlich einfach nur der kürzeste Weg ist. Erstellen einer Liste der Einsatzakten in einer Datei, wo festgelegt ist, welche Adresse, welchen Kartenausschnitt man verwendet für den Detailplan und welchen für den Anfahrtsplan. Daraus werden dann automatisch die Karten erzeugt. Hier im ersten Schritt habe ich einen zusätzlichen Style gemacht für JOSM Emergency, wo die entsprechenden Objekte, welche standardmäßig nicht visualisiert werden, auch dargestellt werden. Mit diesem erweiterten Style konnte ein Mitglied unserer Feuerwehr selbstständig die erkundeten Informationen im JOSM eintragen. Fürs Rendern verwende ich Mapperativ, weil es für mich einfach geht und weil es die Möglichkeit bietet, Karten in einer erhöhten Auflösung mit Kachelgröße 512x512 zu rendern. Der Anfahrtsweg erzeuge ich von Hand und speichere dann als GPX-Datei, welche nachher für die Visualisierung verwendet wird. Dann kommt eben die Blackbox, welche dann das alles macht. Dazu komme ich noch später. Daraus ergibt sich eine Karte für die Anfahrt. Es soll einfach, schlicht, übersichtlich sein und zeigen, wo die Feuerwehr zum Objekt zufahren soll, wo es eventuell noch Haltelinien gibt, wo die Fahrzeuge warten müssen, bis der Einsatzleiter entscheidet, wie er sie einsetzen will. So wird diese Karte zum Beispiel verwendet dann in einem vorbereiteten Dokument. Da sind selbstverständlich noch zusätzliche Informationen enthalten, wie das typische, wenn man aus dem Feuerwehrmagazin rausfährt, geht es zuerst rechts oder links. Das ist so die erste Information, die man wirklich braucht. Die Einsatzkarte stellt dann einen näheren Raum dar, mit dem wichtigen Ziel, dass genügend Hydranten auf der Karte abgebildet ist, dass die Nachbargebäude abgebildet sind und dass das Objekt, welches wegen welchem man aufgeboten ist, hervorgehoben ist. Das ist ein Beispiel, wie diese Einsatzkarte dann in ein Dokument eingebettet ist, mit entsprechend oben den Informationen für die ersten Maßnahmen und die Gefahren und auf der rechten Seite weitere Informationen zum Objekt. Bei der dritten Sorte, der on-the-fly erstellten Einsatzkarte, hat man diese Möglichkeit nicht, sich das vorher zu überlegen, welchen Ausschnitt und was man machen will. Deshalb wird diese Karte basierend auf der Adresse automatisch erzeugt. Man sieht auf der linken Seite, also auf oben, aus OpenStreetMap wird mit JOSM ein Ausschnittfile Wangen OSM erzeugt, dann wird mit den entsprechenden Regeln und Symbolen werden die Kacheln mit Mapperativ erzeugt. Weiter wird mit Overpass API wird der Ausschnitt oder die Grundriss des Gebäudes oder der Gebäude, wenn es mehrere sind, extrahiert, sowohl die Standorte der Hydranten in der näheren Umgebung. Weiter wird über das Routing den Anfahrtsweg berechnet und aus dem Telefonbuch über Internet die Bewohner des Hauses eruiert. Anschließend wird mit einem Skript werden dann die Karten erzeugt. Ich gehe auf die einzelnen Punkte ein. Zuerst das Rendern. Wichtig, dass es in einer erhöhten Auflösung möglich ist und dass die Kartenqualität dadurch besser ist und auch die Lesbarkeit der Karte besser ist. Dann wird mit Overpass API wird für das entsprechende Gebäude der Ausschnitt, also der Grundriss extrahiert. Dann werden die Hydrantenstandorte in einer Umgebung um das Gebäude
gelesen mit der Overpass-API. Es wird berechnet, welche Hydranten in einem Umkreis von 800 Meter liegen, aber es müssen mindestens im Ausschnitt, welcher dargestellt wird, mindestens 3 Hydranten dargestellt werden. Basierend auf dieser Regel wird dann der Ausschnitt festgelegt für die Karte. Die Kacheln werden gemerged und auf den entsprechenden Ausschnitt zugeschnitten. Das Gebäude wird basierend auf der Grundrissinformation eingefärbt. Aus dem Telefonbuch, das ist in der Schweiz gut möglich, werden die Bewohner des Gebäudes extrahiert mit entsprechenden Namen und auch der Telefonnummern. Aus einer Liste wird ermittelt, welche Verteilkasten oder welche Trafostation mit welchem Abgang für die Stromversorgung dieses Gebäude zuständig ist, so dass im Fall, dass das Gebäude stromlos gemacht werden muss, keine Zeit verloren wird. Daraus ergibt sich dann diese On-the-Fly-Einsatzkarte, welche die wichtigsten Informationen enthält und welche einem eine bessere Sicherheit beim Einsatz gibt. Das Skript oder das, was da dazwischen funktioniert, das ist aktuell in Octave gemacht so und eben freigegeben ab 99 Jahren. Nicht ganz optimal, da hat es sicher noch Verbesserungspotenzial. Was sind die Herausforderungen? Eine Anpassung des Skripts, zum Beispiel auf Python. Dann fehlende Tags in OpenStreetMap und eben die länderspezifischen Eigenheiten. Auf die anderen Punkte gehe ich noch ein. Wenn die Karten vorgerendert wird, kann durch die Auswahl des Ausschnitts wichtige Informationen wegfallen, wie zum Beispiel die Straßenbeschriftungen. Die Platzierung der Symbole sollte verbessert werden, das heißt keine Überlappung. Eine Priorisierung der Symbole, welche an ihrem Ort möglichst zu belassen sind und die Symbole, welche nicht unbedingt an ihrem Ort belassen werden müssen und ob Objekte oder Symbole, welche rechtwinklig zur Wand gelegt werden sollten, wie zum Beispiel Schlüsseldepot. Man fragt sich natürlich auch, ist es dann eigentlich sicher, dass man OpenStreetMap-Daten verwendet für eine Feuerwehreinsatzkarte? Die können ja einfach verändert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Das eine ist, wenn man sein Gebiet beobachtet mit Last Week Change on OSM. Eine weitere Möglichkeit, dass man kritische Objekte wie Hydranten im definierten Gebiet herunterlädt und mit einem erneuten Herunterladen auf Veränderungen überprüft. Und die dritte Möglichkeit, das ist mehr eine Idee, dass man sich einen Alarm setzen könnte für kritische Objekte und dann informiert wird, wenn dort ein Changeset oder eine Veränderung auftritt. Länderspezifisch sind die Symbole unterschiedlich und eine Einsatzkarte sollte das auch entsprechend berücksichtigen, weil die Feuerwehren möchten sich nicht auf irgendwelche internationale Normen umgewöhnen, sondern sie möchten, dass die Symbole so sind, wie sie sich gewohnt sind. Mein Wunsch ist es, dass aus der Alarmmeldung Wangen-Ried, Dorfstraße 65, direkt diese Karte erzeugt wird on the fly. Die Vorteile für die Feuerwehr und OpenStreetMap. Bessere Einsatzkarten für die Feuerwehr, das ist eine, aber auch die Verbesserung der Datenbasis in OpenStreetMap. Den, der ich begeistern konnte, in der Feuerwehr für die OpenStreetMap diese Karten einzutragen, der hat, wie man unten sieht, das sind entsprechend die Gebäude mit Eingänge, mit Ausgänge, mit wo ist der Fahrstuhl, all mit diesen zusätzlichen Informationen versehen. Es gibt auch noch weitere Projekte, welche sich mit Feuerwehrkarten beschäftigen. Beide Autoren sind anwesend. Entsprechend möchte ich Ihnen auch für Ihre Arbeit danken und auf diese hinweisen. Ein weiterer Dank geht auch an die Freiwillige Feuerwehr in Wangen, speziell an den Kommandant und den Kollegen, welcher mit mir zusammen diese Einsatzkarten erstellt hat und mitgearbeitet hat. Dann weitere Igor Breitsch für Mapperativ, welches eines der Elemente ist, welche ich zur Erstellung der Karte brauche, aber auch an Roland für die Overpass-API, welcher auch ein wichtiges Element ist,
ohne dessen es nicht möglich wäre, das zu erzeugen. Darf ich noch Fragen beantworten? Merci. Ja, vielen Dank an den Referenten für diesen spannenden Vortrag. Sind irgendwelche Fragen im Publikum? Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Sie haben ja zwei Arten der Kartenerstellung beschrieben. Einmal die Einsatzplanung, was vorweg planen kann, und dann diese Ad-Hoc-Einsätze, die Sie eben haben, mit den Flammen aus dem Kamin. Wie lange dauert es denn, diese Ad-Hoc-Karten zu erstellen? Also das Skript braucht etwa 20 Sekunden, um diese zu erstellen. Die Karten sind ja schon vorgerendert, es wird der Ausschnitt festgelegt, es wird eigentlich über zwei Overpass-Abfragen wird der Umriss heruntergeladen und es werden die Hydrantenstandorte heruntergeladen und es werden noch die Daten für die Telefone, also für die Bewohner heruntergeladen. Es geht relativ schnell. Aber es ist eben nicht so, dass es aktuell irgendwie die Meldung, also aus dem Pager, direkt ausgewertet wird und die Feuerwehrkarte erstellt wird. Das ist noch nicht umgesetzt. Ja, meine Frage geht da ein. In Münster wurde auch schon einmal eine Feuerwehreinsatzkarte vorgestellt auf der FOSKIS. Allerdings ist das eine geschlossene Geschichte, in die man nur reinkommt, wenn man das Passwort, was während des Vortrages in Münster bekannt gegeben wurde, nur darüber kann man da reinkommen. Und habt ihr euch das Projekt auch mal angeschaut? Nein, das kenne ich nicht. Für uns ist es aber auch nicht das Ziel, dass wir das geschlossen halten, weil die Informationen, welche in dieser Feuerwehreinsatzkarte enthalten sind, sind alles Informationen, welche direkt vor Ort gefunden werden kann und welche auch nicht kritisch sind. Und es ist auch wichtig, dass die Nachbarfeuerwehren auch auf diese Karten zugreifen können, weil sie teilweise für Unterstützung angefordert werden. Aber ich werde das anschauen. Merci. So, sind weitere Fragen? Und noch eine. Ja, Frage, Anregung, weiß nicht so richtig. Ich habe mich gefragt, warum man nicht einfach den OpenStreetMap-Standardstil nimmt und diese Sachen, die man zusätzlich gern hätte, mit dazu nimmt. Weil für so kleine Ausschnitte ist das quasi Nullzeit, schnell gerendert mit MapNIC standardmäßig. Und der Vorteil, den man davon hat, ist, wenn sich dann in der Hauptkarte irgendwas ändert, kann man das halt sozusagen mitziehen und muss nur so. Ich denke, vielleicht wäre eine Vorgehensweise ganz gut, wie ich sie beim deutschen Kartenstil verwende, dass ich mich halt immer sozusagen, wenn es eine Änderung gibt im internationalen, dann ziehe ich die halt entsprechend nach. Und dann könnte man halt für einen direkten Einsatz schnell on the fly so eine Karte rendern. Also das ist ein guter Input. Also das Ziel ist eben auch entsprechend, dass der Stil ist ein bisschen angepasst, so dass er einfacher ist und weniger Informationen enthält, dass er besser lesbar ist. Das ist das eine. Andererseits ist es aktuell auch so, dass man durch diesen definierten Zeitpunkt, wo man die Daten übernimmt, auch sicherstellen kann, dass die Daten richtig sind. Und wenn man es immer aktuell nimmt, dann ist das schwieriger, aber sicher auch eine Möglichkeit. Und für mich ist das halt noch nicht ganz so einfach, einen Aperitif zum Laufen bekommen. Ja, nur, also ich denke halt, wenn ich so einen Teilserver habe, mal schnell eine Snapshot-Karte von einem kleinen Ausschnitt zu machen, ist relativ einfach. Da gibt es zum Beispiel das Tool Cosmtic. Mit dem kann man dann das dann live rendern, kann sich angucken, wie der Stil dann entsprechend aussieht, wenn man die Änderungen gemacht hat. Vielleicht nochmal als Anregung. Nehme das gerne auf. Besten Dank.